Ulrike Lunacek studierte Dolmetsch und arbeitete bereits in den 80er Jahren im Frauenhaus Innsbruck und später in der Frauensolidarität Wien. Durch ihr Engagement in der feministischen Frauenbewegung landete sie auch in der Lesbenpolitik. Ebenso engagierte sie sich in der Entwicklungspolitik und im österreichischen Lesben- und Schwulenforum. 1996 wurde sie Bundesgeschäftsführerin der Grünen, seit 1999 ist sie die erste und bisher einzige offen lesbische Nationalratsabgeordnete Österreichs. 2009 kandidierte sie als Spitzenkandidatin der Grünen für das Europäische Parlament und wurde Abgeordnete zum Europaparlament. Wie kamen die Forderungen der Lesben-, Schwulen- und Transgender-Bewegung in die Politik? Also es war sehr wohl schon vor meinem Einzug ins Hohe Haus so, dass zahlreiche Organisationen, auch die HOSE und andere, diese Themen ja auch den Parteien immer wieder präsentiert haben. Bei den Grünen war es so, dass Theresia Stolschitz, die jetzt Volksanwältin ist, damals Justizsprecherin war und die sehr aktiv diese Themen auch wieder immer wieder im Nationalrat, im Justizausschuss eingebracht hat, auch Anträge gestellt hat, auch Gesetzesanträge zur Partnerschaft, damals vor allem noch zur Abschaffung des Paragraph 209, der immer noch da war, auch 2020, 2021, ist jetzt zwar schon, wenn ich jetzt daran denke, ist das schon lange her, aber sind erst 12 Jahre, seitdem die abgeschafft wurden, also 2020, 2021, Werbeverbot und Organisationsverbot. Und also ich denke, das waren tatsächlich in den 90er Jahren, wo diese Forderungen sich konkretisiert haben, wo auch die Regenbogenparaden dann bei uns ja auch erst begonnen haben stattzufinden, wo die Forderungen nach Gesetzesänderungen auch im Hohen Haus dann stärker thematisiert worden und das sicher auch ganz stark von mir, die ich sozusagen als das Aushängeschild oder das die personifizierte Lesben- und Schwulenforderung dann auch im Nationalrat gesessen bin. Wie lief deine Kandidatur als deklarierte Lesbe öffentlich ab? Also als ich 95 kandidiert habe, offen als Lesbe, auch mit den Forderungen, es ist ja nicht nur um mein Privatleben gegangen, sondern es ist darum gegangen, sehr wohl Lesben in dem Fall sichtbar zu machen und gleichzeitig auch die politischen Forderungen zu stellen. Und ich war damals schon sehr erstaunt, dass das Hauptthema war, das auch in den Zeitungen dann präsentiert wurde. Denn ich komme ja auch aus der internationalen Bewegung, Solidaritätsbewegung mit den Entwicklungsländern. Und das war eigentlich so mein Hauptpunkt. Ja? Und in den Zeitungen stand dann ganz groß Vertreterin des Lesben-Schwulen-Forums, Lesbe, sichtbar und so weiter. Das hat mich zum einen gefreut, weil ich schon glaube, dass es für viele Leute auch was bewirkt hat. Ich habe auch Zuschriften bekommen, mal toll, dass es dich gibt oder toll, dass es sie jetzt gibt, auch so sichtbar gibt. Und Dann war es so, dass ich hier sehr viele Interviews hatte und sozusagen als die Lesbe in der österreichischen Politik bekannt wurde, was mich nicht weiter gestört hat, weil es mir ja auch der Faktor war, darum gegangen ist, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich weiß, als ich mein Coming-out hatte, da war es so, dass ich eigentlich, da gab es keine, die ich kannte. Hatte deine Kandidatur Folgen? Zum einen muss ich schon sagen, dass es mich auch freut, dass das bei den Grünen mittlerweile so selbstverständlich möglich ist, dass eine deklarierte Lesbe Spitzenkandidatin wird für die Europawahl. Ich bin auch stellvertretende Klubobfrau im Parlament. Also dass auch hohe Parteipositionen selbstverständlich auch Lesben oder auch Schwule haben können bei den Grünen. Das ist in keiner anderen österreichischen Partei der Fall. Da müssen sie sich noch verstecken. Das ist bei den Grünen wirklich eine positive Ausnahmeerscheinung. Und das ist auch bei den europäischen Grünen so. Ich bin ja auch Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei. Auch dort sind viele einfach auch stolz darauf, dass es mich gibt. Ja, und das ist schon etwas, was mich auch freut. Ließ sich die Rolle der außenpolitischen Sprecherin und der Gleichstellungssprecherin auch kombinieren? Ich denke, das macht sehr wohl Sinn, hier diese diplomatischen Kontakte, die ich aus meiner Funktion heraus habe, auch zu nutzen, um mich für die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen weltweit einzusetzen. Das werde ich auch weiterhin vom Europaparlament aus tun und mit mir die gesamte grüne Fraktion. Stellen wir uns vor, Lesben, Schwule und Transgender wären im Rechtsbereich vollkommen gleichgestellt. Was gäbe es dann noch zu tun? Also zuerst tatsächlich einmal die Gleichstellung der Partnerschaften inklusive der Ehe würde ich mir wünschen, beides, also ein modernes Partnerschaftsmodell und die Öffnung der Ehe. Und dann bleibt es ja wohl noch viel zu tun. Also die ganze Frage, was wird in den Schulen unterrichtet? Wie bekommen junge Leute Aufklärung, also sozusagen positive Aufklärung darüber, wo einfach gesagt wird, lesbisches und schwules Leben ist so normal wie auch das heterosexuelle. Ja? Und es gibt 10% der Bevölkerung, die so leben, das war immer schon so, das wird immer so sein.
fürchtet euch nicht davor, sondern dass positive Bilder hier auch transportiert werden. Das ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, in den Schulbüchern muss das ständig praktiziert werden. Ein anderer Bereich ist sicherlich einfach öffentliche Aufklärung. Wir wissen immer noch, wie viele Menschen Vorurteile haben. Ich hoffe ja sehr, dass es mit besseren Gesetzen auch so wird, dass viele Menschen, die jetzt noch sehr homophob sind, dann auch mitkriegen, naja, also wenn der Staat das erlaubt, dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlimm. Und dann werden sie auch ihre Homophobie hier etwas einschränken. Und es wird, glaube ich, auch dazu führen, dass Lesben und Schwule selbst, die jetzt noch Angst davor haben, in ihrer Familie, im Beruf, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, sich auch mehr trauen. Und dadurch lesbisches und schwules Leben einfach wirklich viel selbstverständlicher machen, als es heute zum Glück eh schon ist. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren war noch viel weniger da. Aber diesen Prozess, den sehe ich schon noch und da wird noch einiges nötig sein, um das auch weiterzubringen. Hallo. Danke für das Gespräch. Danke.